Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch. Dazu jede Menge heiße Typen und natürlich ausufernde Partys. Auf der Barbecue-Weltmeisterschaft in Memphis treten über 200 internationale Teams in 10 verschiedenen Kategorien an. Die Königsdisziplin? Whole Hog. Wer grillt das beste ganze Schwein der Welt? Ein 30.000-Dollar-Schwein. Das ist der Cadillac des Barbecues. Damit gewinnst du Weltmeisterschaften. Kann Team Chat mit dem amtierenden Weltmeister Brad Orison in diesem Jahr seinen WM-Titel verteidigen? Wir haben heute Freitag zwischen 9 und 10 Uhr. Das Ganze hier muss bis morgen Mittag fertig sein. Dafür packen über 40 Helfer mit an. In dieser Konstruktion haben wir eine Pfanne mit gefrorener Butter und frischen Kräutern. Und dann hängen wir da Speck drauf. Wenn wir dann das Schwein draufsetzen, hat es ein Polster. Und die Rippchen bleiben außerdem schön fettig. Einfach ein anderer Weg, Geschmack hinzuzufügen. Wir rocken das, ab auf den Wagen. Genauso einzigartig Brad's Smoker, ein umgebauter Jeep von 1952. Dieser Smoker hier, der alte Willy, der ist geräumig. Er hat 2 Brennkammern, eine für Holz, eine für Kohle. Alles für die perfekte Farbe. Auch die Optik zählt. Deswegen gibt's noch eine Schönheitsrasur. Beim Grillen willst du einfach keine Haare haben. Das schmeckt immer schlecht. Das Schwein hat das Zeug für einen WM-Titel. Also, das ist, was wir letztes Jahr gemacht haben. Der letzte Titelträger. Wenn wir das nochmal hinkriegen, was wir planen, sind wir vorne mit dabei. Auf jeden Fall. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Brads größte Rivalin, die 8-malige Barbecue-Weltmeisterin. Okay, das ist Freddy. Medienstar Melissa Cookston hat die Kategorie bereits 5-mal gewonnen. Wie kann sie das überhaupt noch toppen? Ich spritze einen Schweinefond, damit das Fleisch feucht bleibt. Die Schweine habe ich speziell für ihr intramuskuläres Fett und das besonders rote Fleisch gezüchtet. Das ist quasi das Kobe-Fleisch unter den Schweinen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal, die besonders dicke Fettschicht. Die schmilzt später wie Butter. Freddy wurde mit einem süßen Futter gefüttert. Ich habe das aus wichtigen Proteinen und Fetten kreiert. Die geheime Zutat ist allerdings Zuckermelasse aus Mississippi. Dieses Schwein wurde speziell für diesen Wettbewerb gezüchtet. Das ist ein 30.000-Dollar-Schwein. Mal 3 macht das 90.000 Dollar. Ich habe schon immer meine eigenen Gewürze und Soßen gemacht. Ich benutze keine kommerziellen Produkte wie viele andere Teams. Auf lange Sicht gesehen hat mich das, glaube ich, auch erfolgreicher gemacht. Das Trockengewürz ist typisch für ein echtes Tennessee-Barbecue. Das ist aus Chili-Pulver, Paprika, Knoblauch, Salz, schwarzem Pfeffer und Cayenne-Pfeffer. Das Gewürz massiert Melissa sorgfältig ins Fleisch ein, zusammen mit Senf. Damit bleibt das Gewürz im Fleisch. Senf enthält zudem Essig und macht das Fleisch zart. Im Smoker trocknet das Fleisch nicht aus und wird besonders zart. Die perfekte Zubereitung braucht allerdings jahrelange Erfahrung. Für mich ist das ganze Schwein die herausforderndste und belohnendste Kategorie bei Kochwettbewerben auf der ganzen Welt. Man hat so viele Muskelgruppen, die gleichzeitig fertig werden müssen. Das ist das Beste, was du in der Barbecue-Welt gewinnen kannst. Die größte Schwierigkeit? Rippchen, Schulter oder Lende haben verschiedene Garpunkte. Die gilt es exakt zu treffen. Das weiß auch Pitmaster Will Hare vom Team Smoke Masters. Die richtige Temperatur entscheidet über Sieg oder Niederlage. Temperaturfühler reagieren auf die unterschiedlichen Temperaturen im Smoker und zeigen uns die Höchsttemperatur, die wir erreichen möchten. Wir kochen weniger mit der Uhr, wir kochen mit der Temperatur. Das Schwein, also die Lende, ist fertig bei 63 Grad Celsius. Bei 66 ist sie ruiniert. Also für unsere Zwecke. Die Lende muss zwischen 62,8 und 64,5 Grad liegen. Das muss ich erwischen. Wir benutzen auch Eisbeutel und alles Mögliche, um die Temperaturen in genau dieser Spanne zu halten.
Doch die richtige Temperatur ist nicht die einzige Herausforderung. Das Schlimmste, was passieren kann, das Wasser in der Pfanne geht aus und dann steigt die Temperatur im Smoker. Oder ich könnte einschlafen und das Feuer geht aus. Deswegen haben wir ein Bett hier vor dem Trailer. Da werde ich schlafen und diese Thermometer sind mit einem Alarm versehen. Wenn das Fleisch eine bestimmte Temperatur erreicht, bekomme ich einen Alarm und kann den Fehler korrigieren. Das hier ist übrigens der Empfänger, von dem ich gesprochen habe. Zunächst muss Will aber noch seine Freunde und Sponsoren verköstigen. Auch das gehört eben dazu. ...226 Teams nehmen an der diesjährigen WM teil, darunter auch die Selección Mexicana de Parrilleros aus Monterrey in Mexiko. Wir bereiten Tacos für die Seafood-Kategorie zu. Wir machen geräucherte Maki-Maki und Shrimp-Tacos. Punkten wollen die Mexikaner mit ihrer besonderen Tomatillo-Barbecue-Soße. Was ist da drin? Serrano, Chili, Limettensaft, Salz und Sojasauce. Wir mögen diese süße Barbecue-Soße nicht. Wir mögen Chili. Tacos auf dem Grill. Barbecue ist eben vielseitig interpretierbar. Auch das japanische Team nebenan will mit einheimischen Aromen punkten. Das sind Hähnchen-Unterschenkel. Mariniert mit einer geheimen japanischen Teriyaki-Soße. Etwas ganz anderes. Okay, wir müssen los. Während die einen Teams ihre Kreationen zur Jury bringen, kommen umgekehrt die Punktrichter auch zu den Teams. Aber auf was kommt es der Jury eigentlich an? Es gibt ein ausführliches Seminar, das dir alles erklärt. Die Optik ist ein wichtiger Faktor, sowie die Zartheit. Und natürlich der Geschmack. Es gibt viele Techniken, die das beste Barbecue der Welt von großartigem Barbecue in der Welt abheben. Ist Melissa Cookston das beste Barbecue der Welt gelungen? Die Farbe stimmt schon mal und auch die Haut ist super knusprig. Es gibt gute und weniger gute Teile, sogar in diesem Schwein. Jetzt heißt es, die richtigen auszuwählen. Das benötigt jahrelange Erfahrung. Ich brauche Melissa. Melissa muss entscheiden, welches Schwein sie für den Wettbewerb verwendet. Ist ihr das perfekte Schwein gelungen? Die sind so nah dran. Ich fühle die Muskeln, um zu sehen, wie zart sie sind. Ich weiß, welche Stücke ich für die Jury verwende. Die sind echt beide auf den Punkt. Ich bin glücklich, super zufrieden. Aber wir werden sehen. Ich habe eine großartige Zeit bis jetzt. Ich bin auf dem Weg zu meiner letzten Bewertung. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der entscheidende Moment. Auch die Präsentation fließt mit in die Gesamtwertung ein. Freddy ist ein 99-Kilo-Schwein, das ich selbst gezüchtet habe. Beschert Freddy Melissa den WM-Titel? Schulter, Lende und Keule werden bewertet. Ich bin beeindruckt, echt beeindruckt. Die Dinge, die du mir erzählt hast, schmecke ich heraus. Der größte Schweinefleisch-Barbecue-Wettbewerb der Welt lockt in diesem Jahr über 70.000 Besucher an. $11 kostet ein Ticket. Memphis Barbecue ist das Beste. Unsere Soßen sind besser als alle anderen. Das macht Memphis besser als andere. Wir sind spezialisiert in Trockengewürz und Schwein. Alte Schule. West Tennessee-Style, Mann. 35 Teams kämpfen um die Goldmedaille. Für das beste ganze Schwein. Wie lief es beim Vorjahressieger Brad Orison? Die waren sprachlos, standen einfach da und
haben gestarrt. Völlig verrückt. Ein echtes Prachtstück und super saftig. Ist das Brads neues Siegerfoto? Das lief großartig. Die Jury liebte es einfach. Auch Geheimfavorit Will ist mit seinem 66 Kilo Duroc-Schwein zufrieden. Ach na, das ist schon ein bisschen zerstört. Die Lende fehlt. Wir haben aber ein super Produkt geliefert. Ich bin wirklich, wirklich glücklich. Wollt ihr mal probieren? Sehr saftig. Ja, die Feuchtigkeit, die ist echt super. Ja, ja. Aber reicht das auch für einen Platz auf dem Treppchen? Oder sogar noch mehr? 30 Jahre Barbecue-Weltmeisterschaft in Memphis. Wir verteilen jetzt die Trophäen und finden heraus, wer der Beste in diesem Jahr ist. Wer denkt ihr, ist es? Mit der Titelverteidigung hat es für Brad nicht geklappt. Für ihn halb so schlimm. Das Geheimnis für ein perfektes Barbecue ist, deine Freunde müssen da sein, deine Familie. Ich wusste, wir waren ganz nah dran. Ich wünschte, wir hätten es unter die finalen Top 3 geschafft. Es ist, was es ist. Ich bin glücklich. Das Schwein war gut. Das ist die Bestätigung. Wir sind einfach knapp am Podium vorbeigeschrammt. Der Traum vom erneuten WM-Titel ist geplatzt. Doch dann gibt's noch eine Riesenüberraschung. Will und die Smoke Masters erreichen sensationell den zweiten Platz. Nur hauchdünn geschlagen vom Team Hometown Barbecue. Herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Jahr.